Hallo Leute, weiter geht es mit dem Let's Play von Shakes and Fidget. Vorweg sage ich einmal vielen Dank an die ganzen positiven Kommentare vom letzten Video und die ganzen Daumen nach oben, das hat mir gezeigt, meine Community steht hinter mir. Vielen Dank dafür und das hat mir jetzt wieder Aufwind gegeben. Endlich mal wieder ein vernünftiger Arbeitstag, nur 8 Stunden, was ein Traum. Und das Ganze ist beendet, ich bin jetzt wieder zu Hause. Und es ist Zeit für Shakes and Fidget. Ja, ich bin doch gerade auf Server 22 unterwegs. Fangen wir hiermit mal an. Und zurzeit stelle ich mir die Frage. Oh, ein Ausdauerbogen. Mann, hat der Scheiß. Der hat mehr Durchschnittsschaden, aber nur so wenig. So eine kleine Range, beziehungsweise so einen kleinen Schaden von der Spanne her. Kann ich nicht gebrauchen, muss weg. Schauen wir erstmal in den Laden. Und zwar habe ich mir überlegt, ich glaube, ich werde mir in der nächsten Zeit eine Konsole kaufen. 333 Geschick. Natürlich viel, aber das Epic ist natürlich noch etwas besser. Habe ich doch gerade erst bekommen. Ja, ich wollte mir eine Konsole kaufen und dann auch Let's Plays über die Konsole machen, denn ich habe irgendwie wieder Bock auf Controller und Konsole. Und einige Games gibt es ja leider nur für die Konsole. Und zurzeit bin ich überlegen, was für eine Konsole kauft man sich denn da? Ich habe nämlich keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte damals eine PlayStation 2 und das war's. PlayStation 1 hatte ich, PlayStation 2 und was hatten wir noch? Nintendo, Super Nintendo, N64, das war's. Mehr hatte ich nicht an Konsolen und ich weiß gerade nicht, was denn besser, Xbox oder PlayStation? PlayStation 3. Da habe ich keine Ahnung und ich muss mir das Ganze mal etwas genauer anschauen. Wir können ja mal in diesem Video darüber diskutieren, was von beiden besser ist, obwohl ich eigentlich keine Ahnung habe, was die beiden so unterschiedlich macht, beziehungsweise was denn die eine Konsole besser kann wie die andere. Da habe ich nämlich keine Ahnung von. Ich schaue mal in die Gilde, was haben wir hier? Okay, Gildenkampf angemeldet, heute um 19 Uhr. Ich habe auch Post bekommen von Slaps. Entschuldigung, der hat geschrieben, dass er meine Videos klasse findet und dass ich ihn bewerten soll. Mache ich doch, kein Problem. Stufe 48, er ist Kundschaftler, so wie ich hier auch auf Server 22. Hat ein Epic hier an. Also die Schuhe sehen sehr alt aus und die Brust auch von den Epic her. Das sieht noch etwas besser aus als alle Attribute Epic und das sieht noch schlechter aus. 80. Also den Ring würde ich auf jeden Fall tauschen und vielleicht die Brust. Ja gut, den Ring und die Brust vielleicht tauschen und dafür Geschick-Items anziehen, die man sich kauft. Wie es aussieht, bist du 300 Alu-Spieler? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall fehlt dir da der Ausdauertrank, wenn du 300 Alu spielst und du Top-Tränke unterwegs sein willst. Deine Ziele sind Rang 1000, Level 100, Dungeon 65 und Raid 25. 58 Dungeon-Etagen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und dein Sammelalbum steht bei 85%, ist auch sehr gut. Also du bist gut dabei. Vielleicht mal hier den Ring und die Brust mal tauschen, wenn du was Besseres findest. Sonst ist das Ganze in Ordnung. Skillung her 700 zu 600, das passt. Also man sollte ungefähr 100 mehr Geschick skillen wie Ausdauer. Und dann irgendwie noch 100 weniger Glück haben. Das heißt, skill noch etwas in Glück rein. Aber das passt, wenn du über 25% bist. Ist das alles in Ordnung, weil du so viele alle Attribute Epics hast. Sieht das alles ziemlich gut aus. Also da ist nicht viel zu machen, vielleicht noch den Ausdauertrank und die beiden Items tauschen und dann sieht das Ganze wunderbar aus. Und dann wirst du locker Rang 1000 schaffen, hast du ja schon, du bist ja Rang 790. Ach, hast schon den Haken gemacht, habe ich ja gar nicht gesehen. Dann kommt Level 100, ist auch bald geschafft und die Dungeons und den Raid wirst du auch bestimmt bald schaffen. Ja, du bist in der Bruchbude, die haben hier schon 15 von 50 Raids, also du bist gut dabei, das wird schon alles laufen. So, dann weiter zur PlayStation oder zur Xbox. Ich versuche mal diesen kostenlosen Try, der eh nichts wird. Und zwar, oh, gar nicht mal so schlecht. Was ist daran besser? Wenn ich ehrlich bin, ich kann es gar nicht sagen. Ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nur, dass bei der PlayStation der Controller anders aussieht wie bei der Xbox, beziehungsweise anders ist. Und ich hatte, wenn ich einen Controller hatte, dann immer nur einen Controller von der PlayStation 3. Nicht von irgendeiner anderen Konsole, PlayStation 2, beziehungsweise von PlayStation halt. Und PlayStation 1 und PlayStation 2 und PlayStation 3 Controller, hat sich da viel verändert? Ich glaube nicht, oder? Außer, dass das Kabel weg ist. Von daher tendiere ich zurzeit noch zu der PlayStation 3, aber ihr könnt ja in die Kommentare versuchen, mich umzustimmen.
Also ich werde mir das Ganze mal überlegen und mal noch ein paar Foren besuchen, wo vielleicht ein paar Vergleiche drin sind, was besser ist. So, Server 23. Da sind wir im Waffenladen. Was haben wir denn hier im Waffenladen? Int, habe ich mir diesen Int-Stab hier. Habe ich mir den gekauft? Wo habe ich den denn her? Ach ja, den habe ich ja durch eine Quest bekommen, genau. Und ich habe den noch gar nicht equipped, genau. Ich habe den durch eine Quest bekommen. Richtig lucky, also der ist ziemlich gut. Und der sieht sogar fast besser aus wie meiner. Ich ziehe ihn mal an. Der hat auf jeden Fall viel mehr Damage. Ja, ich ziehe ihn mal an. Den behalte ich noch. Dann habe ich Schuhe, die können weg. Was haben wir hier noch für Items? Int 88 Int. Der ist natürlich schlechter wie meiner. Und im Zauberladen, was haben wir hier? Ein Geschicktrank, den ich nicht brauche. Denn als Magier braucht man kein Geschick. Wie lange halten denn noch meine Tränke? 14.11. Nur noch bis morgen. 17.11. passt noch. Und 24.11. Zum Glück gibt es diese Pausenfunktion, weil dann kann man unnötige Husten oder komische Geräusche einfach mal wegmachen. So. Taverne ist die Quest beendet. Alles klar. Ach ja, zu der Alu. Ich habe noch nicht viel Alu gemacht. Ich habe auch nichts getrunken. Also ich bin, wie gesagt, gerade erst wieder da. Ist ja noch mitten am Tag. Ist ja kein Problem. So, Post können wir mal reinschauen. Oh, ich wurde sehr oft angegriffen und mein Postfach ist voll, weil ich so oft angegriffen wurde. Was hat denn dieser Ank? Der hat mir, glaube ich, ziemlich viel Gold abgezogen, kann das sein? Das kann gut sein. Ich 4000, also ich habe ziemlich viel gespart und gestern, glaube ich, gar nichts gespendet, weil, wie gesagt, ich war richtig fertig mit der Welt, bin ja gleich pennen gegangen. Ich könnte ziemlich viel verloren haben an Gold. Ich bin noch Rang 133, nur noch, in Anführungsstrichen, in die Gilde mal reingeguckt. Da hat jemand einen Epic bekommen. Glückwunsch dazu. Ist mal wieder jemand geliefte Offi, egal. Offiziersgelieft. Also 300 Alu-Leute können immer noch Bewerbung an mich schreiben. Ich schaue mir das alle an. Und oh, wir haben wieder Lehrmeister ausgebaut. Also kann ich hier auf 86%. Das ist auf 28, das passt. Ich gehe mal eine Runde skillen. Wie wäre das denn? Ich spende 1000 Gold, den Rest verskill ich. Oder 1500. Wie viel spende ich denn jetzt? Spenden wir doch 2000 Gold, die Hälfte. Dann können wir auch wieder ausbauen hier. Haha, Lehrmeister ausgebaut. Zack, 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 zack. 88%. So geht das. Dann war 2000 Gold in die Gilde genatzt. Denn, denn, denn. Eigentlich ist das viel wichtiger. Ach komm, wir spenden alles. Das ist doch viel wichtiger, oder? Wenn man überlegt. Spenden ist das Wichtigste, was es gibt. Alles reinspenden, fertig. So, jetzt habe ich wieder mein ganzes Gold reingehauen. Ich hatte zum Glück nichts im Laden, was ich kaufen kann, aber ich kann mal Dungeon versuchen. Ich glaube, ich habe gestern auch nichts versucht an Dungeons. Ich habe jetzt eine neue Waffe. Vielleicht ist die jetzt besser wie gegen die Geschickgegner. Oh Gott, was macht der denn an Schaden? Das ist ein 66er Geschickgegner. Ich versuche ihn nochmal. Nein, der ist noch nicht drin. Das war auch ein Geschickgegner, der war noch höher. Das war auch Geschick und das war auch Geschick, glaube ich. Aber ich glaube, war der am niedrigsten. Der ist 68, der ist noch höher. Ist wirklich der niedrigste. Ja, der ist wirklich der niedrigste. Oder die Klapperkobra ist 72. 72, 1280 Geschick. 72 und der hier war 66, also muss der als nächstes fallen. Aber ich bezweifle gerade irgendwie, dass er fällt. Wie viel Schaden macht der denn bitte? Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Ich habe zu wenig Ausdauer. Boah, das ist krass. Der drückt also ziemlich hart. Das ist ziemlich hart jetzt gerade. Vielleicht mit der Waffe hatte ich vielleicht eine bessere Chance, dadurch, dass ich mehr Ausdauer habe. Ich habe 245 Ausdauer. Also ich muss. Also ich habe gar nicht so wenig geskillt Ausdauer. Aber wie gesagt, die Items fehlen mir. Beziehungsweise. Das ist natürlich jetzt blöd. Warum schaffe ich den denn nicht? Ich will da wieder einen Dungeon tappen. Oh, das war schon knapper. Ich könnte es jetzt mal versuchen hier. Ich kann ja nichts mehr skillen. Ich habe ja alles in die Gilde gepackt. Komm, lass mich doch mal anfangen jetzt. Ja, endlich mal. Und dann so ein blöder Try. Nein, das wird noch nichts. Vielleicht, wenn ich die Alu fertig habe. Habe ich, glaube ich, schon zum dritten Mal jetzt gesagt. Wenn ich die Alu fertig habe, kann ich das versuchen. Und dann vielleicht den hier schaffen. Wenn ich noch ein bisschen skille, mal gucken. Denn leider, wie gesagt, Equipment ist nichts da und Blätter möchte ich jetzt auch nicht. Die Waffe behalte ich erstmal. Ich kann sie, glaube ich, sogar anziehen, denn
Wenn jemand mich angreift, dann werde ich ihn einfach vernichten. 245 Int. Nur Ausdauer. Das sind auch Werte. Ne, der ist noch nicht drin. Ich mache dann hier die Alu weiter. Ich kann mal Arena-Kampf machen hier gegen diesen bösen Kollegen hier. Gerade so gewonnen. Und 7 Silber gewonnen. Jawohl, hat sich ja echt gelohnt. Und mein Sammelalbum hüpft. Juhu, 70,24%. Hier wird die Alu auch weitergemacht auf Server 23. Wir können ja nochmal in die Post schauen. Bewerbung, Gildenbewerbung, Bewerbung. Werde ich mir gleich alles durchlesen. Betreff. Bewerbung, Gildenbewerbung 2. Also werde ich mir gleich durchlesen und die Leute natürlich auch einladen, die eine schöne Bewerbung schreiben, wenn Platz natürlich vorhanden ist. Weiter mit Server 8 in Amerika. Dort bin ich auch schon am Questen. Ich bin Stufe 11 geworden. Ich habe hier noch zwei Items. Was sind das für Items hier? Die können alle weg. Crap-Items. Ist denn was Schönes im Laden drin? Ein Instab. Der hat aber nicht viel Damage. Und im Zauberlama, was gibt es denn hier? Ein Stärketrank, jawoll. Oh, die ist gut. Die ist richtig gut, die kaufe ich mir. Das ist ein Riesen-Update. Zack. Angelegt. Gilde blinkt auch. Wie gesagt, alle, die rein wollen. Nimmt auf. Haha, was los? Ne, um diese Uhrzeit habe ich schon gepennt, ja, wirklich. Obwohl, das ist 8 Uhr morgens. Ne, da war ich auf der Arbeit. Wenn es 8 Uhr abends war. Gestern schon, ich glaube, keine Ahnung, 17 Uhr im Bett gegangen. Ja, ich bin ein kleines Kind. Nein, keine Ahnung, ich war total fertig. Und dann bin ich ziemlich früh eingepennt. Und dann irgendwann in der Nacht wieder aufgewacht und dann einfach weitergeschlafen. So gehört sich das. Schlaf nachholen, wenn man morgens immer um 4 oder 3 Uhr aufstehen muss, dann muss man immer Schlaf nachholen. Denn ich bin nicht so ein Mensch, der, wenn ich so früh aufstehen muss, gleich um, keine Ahnung, um 7 Uhr oder 20 Uhr ins Bett geht, sondern ich bleib da mal länger wach und durchschnittlich schlafe ich pro Tag nur meine 3-4 Stunden. Und dann, wenn man sich mal dann irgendwie zwischendurch mal hinlegt, dann pennt man schon ziemlich lange. Und hier hat der Darko mich überholt. Scheinbar spielt er etwa 300 Alu. Wie es aussieht schon. Ich habe mein Sammelalbum, was ich schon auf 2,94% gepusht habe. Meine Herren, bin ich gut. Und ich werde wieder angegriffen. Zum Beispiel, und hier, oh mein Gott, hat einer die Einladung angenommen. Dankeschön, Gott, dafür, dass du es gemacht hast. 43 Gold habe ich. 43 Gold. Kann ich hier noch einen Dungeon schaffen? Den ersten? Das Gespenst. Oh. Ich bin so dumm, oder? Ich wollte hier, ich will hier wirklich 100 Alu spielen und jetzt verbrauche ich Pilze hier. Sag mal, das ist, wenn man zu viele Pilze hat bei den anderen. Ach, Lars, gegen den Kopf, warum bist du so dumm? Du willst doch keine Pilze hier verbrauchen. Jetzt habe ich zwei Pilze verbraucht, oder? Ich bin so dumm. Egal, mache ich gleich wieder weg mit diesem kostenlosen Pilzegewinn-Zeug da. Egal, hier werde ich die Alu auch weitermachen, also 100 Alu hier auf Server 8. Und auf Server 2 mache ich ja 300 Alu. Server 2 United Kingdom. Und wann kommt das LP, schreibt jemand. Oh, das nimmt, wird gerade aufgenommen. Was schreiben denn hier nochmal zu Gilde 2 Frage? Werde ich mir auch gleich alles durchlesen. Und ich wurde angegriffen und habe den Kampf gewonnen. Hier hat jemand geschrieben, dass ich mir doch am besten vorher. Was sind das hier alle für Items? Alle durch Quests, ja. Habe ich den noch nicht verkauft? Das kann weg. Was haben wir hier? Ziemlich viel Ausdauer. Und hier auch ziemlich viel Ausdauer. Jemand hat geschrieben, dass ich doch am besten vorher schauen sollte, welche Gegner ich kämpfe, damit ich auch eine Möglichkeit habe, gegen die zu gewinnen. Aber ich bin echt zu dumm und mache das nicht. 109 Stärke hat der. Der ist ja wohl wesentlich besser, oder? Wie dieses Epic, ich glaube, das ziehe ich erstmal an. Sonst, ich blätter einmal, denn ich habe gerade so viel Gold. Und noch einmal. Und noch einmal. Denn es bringt gerade nichts. Warum kommen denn nur hier so Scheiß-Items? Hallo? 120 Stärke. Uiuiui. 123 Stärke. 123 Stärke. Das ist so sexy, dass ich das anziehen werde. Das verkaufen. Ausdauer 117 behalte ich auch erstmal, das Epic auch. 11.000 Gold habe ich.
Und Sammelalbum, juhu, 61,47%. Was mache ich denn jetzt hier? Was habe ich geskillt? Stärke 370, Ausdauer 362. Aber Glück ist wirklich gering bei mir. Ich tue das mal ein bisschen hochskillen. Hier Glück. Auf mindestens 20%. Oh Gott, das ist teuer. Was sind das so teuer hier alle, die ganzen Skillpunkte? So. Den Rest nochmal in Stärke. Stärke, 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 Stärke. Ich werde so stark. Mann, bin ich stark. Und dann, wenn ich abwechselnd hier mal ein bisschen reinskillen, da ein bisschen, so. Dann ist das auch schon mal geschafft. Und dann sollte ich. Ich habe gar nicht im Zauberladen geschaut, oder? Ob es da was Tolles gibt. Und ich habe schon wieder alles verskillt. Zum Glück gibt es kein nichts Vernünftiges, weil sonst hätte ich wieder alles verbraucht. Das ist noch die Quest, genau. Da bekomme ich nochmal 266 Gold. Aber Dungeons wollte ich schauen. Und normalerweise müsste ich jetzt das Höllenwesen schaffen. Normalerweise müsste ich es jetzt schaffen. Und ich ziehe gerade mal die Hefte ab. Das gibt's doch gar nicht. Das muss ich jetzt schaffen. Attribute vergleichen. 1240 Stärke. Das ist egal. Na gut, er hat viel mehr Ausdauer. Ich habe auch mehr Glück. Also ich weiß nicht, was mit dem Krieger los ist. Entweder ist er zu schlecht oder ich bin zu schlecht. Eins von beiden. Aber das gibt's doch nicht. So, der ist schon mal down. Das ist schon mal gut. Bekomme ich irgend so eine Crab-Brust, die ich verkaufen kann. Was ist der nächste? Das ist der Geschickgegner, genau. Der hat Geschick 1360. Eigentlich sollte der auffallen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, was. Der ist ja noch härter, oder? Der ist 68. Also ich muss sagen, der ist tot. Irgendwie läuft das nicht ganz so rund mit dem Krieger. Also Krieger gefällt mir echt nicht. Immer mit diesem Blocken und kein Damage und jeder Kampf dauert 5 Millionen Jahre. Aber mich regt das wirklich auf, dass ich dieses verdammte Höllenwesen nicht down kriege. Weil eigentlich muss das umfallen. Jetzt schon wieder so ein Try. Das ist ein Stärkegegner. Und ich habe viel mehr Stärke und der fällt nicht um. Hallo. Möchtest du denn gerne umfallen? So, ich gehe jetzt nochmal hier auf Charakter. Skill noch ein bisschen Ausdauer hier rein, was ich noch bekommen habe. Und den Rest hier noch auf Int. Jetzt fällst du um. Du fällst jetzt um. Jawohl, und ein Epic. Ich bin Superman. Das ist cool, denn jetzt bin ich Superman. Jetzt werde ich erstmal das Schild verkaufen, obwohl es so toll aussieht. Das kann weg. Und als nächstes müsste dann, glaube ich, sogar der hier fallen. Okay, der ist 64. Der ist 64. Dann als nächstes der Kollege, denn hier. Okay, er ist 76. Oh mein Gott. Die Klapperkobra war 72. Also der Pirat. Piratsken muss gefallen. Der 1320 Stärke, ja gut, mehr Hauptattribute. Okay, der ist noch nicht drin. Alles klar, ich habe jetzt ein paar Dungeons geschafft, wenigstens etwas und sogar ein Epic bekommen. Wer hätte das erwartet? Normalerweise läuft das Ganze hier etwas schlechter mit dem Krieger. Ich bin einfach zu dumm, mit einem Krieger umzugehen, wenn ich ehrlich bin. Ich schaffe es einfach nicht. Den Rest skill ich nochmal wieder auf Ausdauer. Ein Skillpunkt, juhu. Und dann vielleicht hier nochmal auf Int ein bisschen. Ich habe noch 12 Gold, kann nichts mehr skillen. Und wir sind durch. Ich bin Rang 701. So weit oben schon. 701 schon. Mit Stufe 63. Wer ist denn der Erste? 278. Also man kommt ziemlich schnell auf jeden Fall hier hoch. Und ich kann ihn in die Gilde einladen. Hat der keine Gilde oder was? Aber das ist wieder dieser Bug, ne? Man kann einfach Leute einladen, die, obwohl die eine Gilde haben. Das ist der Bug. Und am Ende sage ich noch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr dieses Video mit einem Daumen nach oben bewertet. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder beim Let's Play von Shakes and Fidget. Bis dahin, auf Wiedersehen.